Und als letztes in diesem Punkt zu Wort gemeldet hat sich Hans-Stefan Hintner von der ÖVP. Frau Präsidentin, hohes Präsidium, hohes Haus. Ich darf zunächst eine Schülerinnen und Schülergruppe des Paarhammer Gymnasiums im Hohen Haus herzlich begrüßen. Ja, grundsätzlich kann man unter Kunst jeglichen kreativen Ausdruck des Menschen verstehen. Mein persönlicher Kunstbegriff ist etwas enger gesteckt. Bei mir steckt das Wort Kunst auch der Begriff des Könnens, des Handwerks und des Alleinstellungsmerkmals des kreativen Ausdrucks. Kunst darf und muss auch kritisch sein, kann und darf aber auch selbstverständlich gefallen, Emotionen wecken. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit steht am Gebäude der Sezession. In diesem Sinne ist es höchst erfreulich, wenn wir heute vom höchsten Kunst- und Kulturbudget aller Zeiten berichten können. Wir haben besser als andere Staaten die Corona-Krise im Bereich der Kunst gemeistert und es sind uns Initiativen gelungen, um die uns viele andere beneiden. Es wurde auch hier schon mehrmals das neue Filmförderungsgesetz genannt und es ist auch sehr positiv, dass in der Stadt Wien neue und modernste Filmstudios entstehen werden. Auch wenn die Besucherzahlen in einigen Kunst- und Kulturbereichen noch Luft nach oben haben, es geht jedenfalls bergauf. Kunst und Kultur ist auch ein wesentlicher Faktor in der österreichischen Tourismuswirtschaft. Im Zuge der Kulturdebatten werfe ich auch immer gerne einen Blick auf meine Heimatstadt Mödling. Und in dem Zusammenhang sei auch gesagt, dass im vergangenen Jahr Mödling zu den 4 Gewinnern des Kulturbauträgerpreises gehört hat. Die Auslastung des Kultursommers in meiner Heimatstadt spricht eine deutliche Sprache. Das Sommertheater am Kirchenplatz, Shakespeare in der Sala Tirrena, Theater im Bunker und Theatro, Moritz Mauser, der fantastische Falco-Interpret, kommt von Theatro, hatten eine Auslastung von 99%, die diversen Konzerte in den Monaten Juli und August bei 90%. In öffentlichen Bauten ist ein gewisser Prozentsatz der Kunst vorbehalten, so wie auch hier im neu renovierten Parlament, und es ist auch gut so. Daher empfinde ich es als Schande, dass man eine Armuts- und Neiddebatte um 130.000 Euro bei einem Bauvolumen von 520 Millionen Euro, das sind 0,025% eines künstlerisch hervorragend gestalteten Jugendstilflügels geführt hat und führt. Noch heute fragen mich die Besucher des Parlaments, wo denn der Flügel sei. Sie sind sehr enttäuscht, dass dieses künstlerisch und musikalisch großartige Klavier nicht mehr im Parlament steht. Auf der anderen Seite stellt Wien um fast 2 Millionen Euro einen Brunnen im Sonnwendviertel in Favoriten zur Verfügung, der sicher einzigartig ist, aber dessen Verzicht tausende warme und gesunde Essen für Wiener Kinder bedeutet hätte, wenn man der Argumentation der Klavierkritiker folgt. Über Kunst und Kultur lässt sich trefflich diskutieren, so über Fußball, wo sicher heute hunderttausende Experten das Spiel Österreich gegen Deutschland verfolgen werden. Wir drücken auch der österreichischen Nationalmannschaft die Daumen. Und wie sagte einst Karl Valentin, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.